Warum haben wir diese Veranstaltung heute, wie gesagt, mit zwei Unternehmen, also mit zwei Partnern, die zusammenarbeiten, eigentlich ausgerichtet, der Firma GoCon und der Firma PCO, weil wir nämlich genau auch daran glauben, dass sie halt zwei Kompetenzen, das eine Thema Einkauf und Supply Chain Kompetenz und Risikomanagement in dem Bereich, plus das ganze Thema IT, Cyber Security, Informationssicherheit letzten Endes zusammengeführt werden muss, dass wir dort halt Hand in Hand die Verantwortlichen miteinander sprechen müssen, um die richtigen Schritte festzulegen. Und wir haben im Prinzip Folgendes gemacht, um da, wie gesagt, so ein bisschen den Vormittag jetzt nochmal zusammenzufassen. Was sind so Themen, mit denen sich dort in diesem Rahmen jetzt, natürlich PCO an sich auch mit vielen Dingen mehr, aber in diesem Rahmen eigentlich auseinandersetzt, wo PCO mit Know-how, mit Fachwissen, mit die Unternehmen mit unterstützt und in genau solche Gespräche mit reingeht. Das ist also der ganze Bereich Informationssicherheit, den wir heute Morgen hatten, in das Thema Risikomanagement, aber gemeinsam Einkauf und hier steht ISB, also der Informationssicherheitsbeauftragte oder CISO, um dort entsprechend den Begriff dann zu wählen, das Thema Business Continuity Management mit reinzubringen, Sicherheit in der Lieferkette, jetzt darauf bezogen, steht ein Punkt tiefer auch IT Security auf Stand der Technik. Das kann logischerweise jemand, der für Einkauf verantwortlich ist, nicht im technischen Detail, haben wir gerade schon ja auch nochmal dann gehört, sondern dass man dort entsprechend Know-how dazu nimmt und sagt, okay, auf welche Punkte wollen wir denn quasi einen Lieferanten prüfen oder zu was wollen wir denn Informationen haben in dem Moment, dass wir sowas natürlich in der Form mit dazu liefern können. Und das ganze Thema von heute Morgen auch, Detection und Response, also genau dort, wie verhalten sich Unternehmen, wenn Sicherheitsvorfälle entstehen, werden sie überhaupt erkannt, gibt es Systeme, die sowas erkennen können, wie wird entsprechend dann darauf reagiert. Das so ein bisschen sehr stark vereinfacht zusammengefasst, aber in Richtung, was bringt PCO eigentlich in der Form hier mit ein. Und wir haben den gleichen Part natürlich auch für die Firma GoCon in der Form. Da kann ich zu den Punkten jetzt leider in dem Moment so gesehen nicht inhaltlich nicht so viel sagen, aber wie wir es gerade hatten, cross-funktionale Organisationsform, das hat der Nils ja gerade auch nochmal dargestellt, ne, wie wir es das ganze Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz halt auch organisiert worden, halt über verschiedene Fachdisziplinen so gesehen hinaus, das halt gemeinsam, das ganze Thema Resilienz und hier auch wieder der Punkt gemeinsame Strategie, Informationssicherheit und Einkauf. Also das trifft, matcht sich so gesehen wieder mit dem, wo wir auch sagen, wo es hingehen muss, dass das zusammengeführt werden sollte. Und ich glaube, das, was du von Nils vorhin auch dargestellt hast, wenn man sowas jetzt schon gemacht hat, gibt es ja ganz viele Dinge, die sich davon in dem Thema adaptieren lassen, beziehungsweise wo sich die Herausforderungen mit NIS2 und mit Cyberangriffen genau in diese Vorgehensweise ja integrieren lassen. Das heißt, ich muss das Rad dort nicht neu erfinden, sondern kann entsprechend genau Vorgehensmodelle im Bereich Lieferantenprojekten halt entsprechend adaptieren. Genau. Der letzte Punkt, SCRM, Supply Chain Risk Management, das vielleicht noch eben, also entsprechend sowas aufzubauen oder zu erweitern, um das ganze Thema Informationssicherheit. Und da schließt sich der Kreis so gesehen wieder, warum die PCO und GoCon sich hier zusammengeschlossen haben. Und wir haben ein gemeinsames, ich sag mal, Beratungsprodukt dafür entwickelt, was wir SEC Process nennen. SEC für Security, Process für das ganze Thema Prozess und Lieferkette, also sichere Lieferkette, unser Thema von heute, wo wir halt als zwei Unternehmen gemeinschaftlich bei Kunden auftreten und entsprechend dort, ich sag mal, Beratungen und Analysen mit erbringen. Abschließend genannt, wie kann ein Einstieg sein? Gesagt, wir sind zwei Unternehmen, haben uns gemeinsam zusammengesetzt und haben gesagt, hier gibt es eine Herausforderung, die müssen wir adressieren oder wollen wir adressieren bei unseren Kunden. Und wir haben dafür, um einen, ich nenne es mal, einfachen Einstieg auch zu haben in diese ganze Thematik, die wir heute recht umfangreich hier ausgeführt haben, haben wir einen Workshop so gesehen entwickelt, wo wir einen Tag uns Zeit nehmen, gemeinsam, also nicht nur wir, sondern auch die Kundenunternehmen natürlich sich Zeit nehmen und dort gemeinsam mit Einkauf und Informationssicherheit mit den Verantwortlichen uns zusammensetzen und genau diese Themen, die wir heute hier skizziert haben, besprechen, diskutieren, wo steht das Unternehmen heute, also das Thema Reifegrad dort herauszufinden, auf einem gewissen Niveau Schwachstellen noch zu identifizieren und Handlungsempfehlungen zu geben, wie könnte man denn gewisse Dinge halt in die Umsetzung bringen. Wir bieten es an, dass wir es halt mit diesen beiden Kompetenzen, Supply Chain Einkaufs-Know-how und Cyber Security Informationssicherheits-Know-how entsprechend hier bündeln und unsere Kunden dabei unterstützen. Das soll im Prinzip tatsächlich für heute dann der Abschluss schon sein. Wir sind natürlich vor der Zeit als geplant, wie angekündigt heute Morgen, weil wir jetzt inhaltlich ein bisschen was weggelassen haben. Ich kann folgendes Angebot dort ganz klar machen. Das hatten wir gerade kurz in der Pause mit den ein, zwei Gesprächen auch. Wer sich jetzt dafür interessiert und fragt, wie integriere ich das denn jetzt aber eigentlich mit Einkauf und mit Informationssicherheit? Wie mache ich das denn jetzt konkret?
Wir haben mit diesen beiden Kompetenzen gebündelt, glaube ich, genau das Know-how dort zu unterstützen. Wir können es nur anbieten, auch persönliche Gespräche mit euch in den Unternehmen natürlich nochmal zu führen, diese Vorgehensweise auch in der Stunde, in der Teams-Session einfach auch nochmal vorzustellen mit dem Kollegen Maximilian Matlik von der GoCon oder anderen Kollegen von der GoCon gemeinsam, dass man einfach dann nochmal ein persönliches Gespräch führt, um diese Themen nochmal aufzugreifen und vielleicht auch noch mehr dieses Thema Einkauf und Supply Chain nochmal in den Fokus zu rücken. Also gerne mit euch gemeinsam und den Verantwortlichen für Einkaufsprozesse und Lieferantenmanagement und Supply Chain gemeinsam so einen Termin nochmal zu machen. Das wäre unser Angebot so gesehen, um hier auch nächste Schritte machen zu können und gegebenenfalls in so einen Workshop zu gehen oder auch nicht. Das ist natürlich dann nachher noch eine andere Geschichte. Ja. Stelle ich noch einmal die Frage, jetzt nicht nur gerade zu dem Vortrag vom Nils, dazu so gesehen auch nochmal, aber generell zu den Sessions, die wir hatten oder zu der Thematik. Gibt es da aktuell noch Fragen, die wir jetzt in diesem Rahmen hier gerade so beantworten können? Online noch? Aktuell nicht? Hier im Raum vielleicht? Gibt es noch eine Frage oder eine Ergänzung? Warte eben aufs Mikro bitte, dann kommt es auch. Ja, das machen wir vielleicht dann gleich extra, bevor wir da jetzt, ja, also dann machen wir das extra, wenn wir da Themen haben. Wir machen noch einmal kurz, ich nenne es mal ein bisschen Werbung, vielleicht tatsächlich auch, das gehört einmal kurz dazu. Nach dem Breakfast Club ist vor dem nächsten großen Event vereinfacht gesagt, wir haben am 18. April, mal ganz kurz hinschauen, hier falsche Datum nennen, am 18. April haben wir hier im Hause eine größere Veranstaltung, nicht als Breakfast Club, sondern ich nenne es mal wirklich das ganze Gebäude hier vorne, eine größere Veranstaltung mit weit über 100 Kunden zum Thema Next Level Infrastructure. Wer vielleicht letztes Jahr schon mal dabei war, dort geht es um, ich sag mal, die aktuellen Themen im Bereich Infrastruktur, Cloud, modernes Arbeiten, auch die IT-Organisation der Zukunft ist mit ein Thema. Das eine oder andere, was hier im Detail steht, manche setzen sich gerade mit Herausforderungen mit VMware auseinander, beispielsweise was Lizenzierungsthemen zum Beispiel angeht oder wie sieht es mit meiner Cloud-Strategie mit Microsoft Azure oder anderen Themen aus. Da haben wir, glaube ich, auch eine ganze Menge Antworten dazu. Hinter dem QR-Code oder auf der pconline.de Webseite findet sich natürlich auch eine Agenda dazu. Wer da Interesse hat, sehr, sehr gerne anmelden und hier wieder vor Ort sein in der Form ja, und mit dazukommen. Ansonsten würde ich abschließen mit der letzten Folie, quasi einfach nur mit der Bitte, sowohl hier im Raum als auch online, bitte Feedback geben. Hilft uns einfach dabei, sowohl positiv als auch Dinge, die wir verbessern sollten. Gebt einfach ehrliches Feedback, hilft uns dabei in der Form, das natürlich immer besser und interessanter zu machen für unsere Kunden, für alle, die hier zuschauen. Und ja, bedanke mich. Gibt es noch eine Frage? Ja, ja. Einmal noch das Mikro, Daniela, bitte. Einmal hier vorne kurz. Danke. Greifen wir die gerne auf. Genau, also war super Veranstaltung, alles cool. Danke. Wenn ich am Ende der Veranstaltung jetzt trotzdem noch die Frage habe, betrifft mich NIS 2 oder trifft es mich nicht? Wie komme ich an das Thema ran? Also im Internet schon viel recherchiert und schlau gemacht, aber wir sind scheinbar so eine Randgruppe. Also bin ich ein wichtiges Unternehmen oder nicht? Ja. Ich sage natürlich, bin ich ein wichtiges Unternehmen, aber von der Klassifizierung, wie es halt NIS 2 sieht, ja, die Frage, die ist mir noch nach wie vor offen. Was empfehlt ihr da? Oder soll man pauschal sich einfach damit beschäftigen? Dann bin ich vorbereitet auf alles das, was da kommt. Nochmal ein sehr guter Punkt. Also so gesehen konkret auf NIS 2, ich sag mal, meine persönliche Empfehlung, einfach uns mal ansprechen. Wen auch so gesehen immer bei PCO, mich oder die Kollegen, die hier vorhin auch draußen rumliefen, in der Form einfach mal ansprechen, machen wir eine kurze Session. Der Kollege, die Kollegin macht eine kurze Session mit euch. Einfach mal kurz wirklich durchgehen und zu sagen, was ist der aktuelle Kenntnisstand, was ich vorhin so beispielhaft gemacht hatte, mal so durchzuzoomen. Ne? Welcher Wirtschaftszweig spielt eine Rolle, was ist da genauer drin definiert, mal runterzugehen und daraus erstmal eine Erkenntnis zu ziehen. Ja, fallen wir drunter oder nee, fallen wir nicht drunter oder ja, irgendwie fraglich. Wir sind eine Randgruppe, keine Ahnung, kann auch nicht in der Form mit. Stand jetzt gibt es das Gesetz ja eben noch nicht in Deutschland, also von daher ist das natürlich noch ein Stück weit abzuwarten, aber so kann man das Ganze schon mal herleiten, weil die EU-Richtlinie ja eigentlich die Vorgaben dahingehend schon mal macht und vielleicht die deutsche Gesetzgebung darüber natürlich noch hinausgehen kann in der Form. Also das ist ein Angebot, dass wir das auch unverbindlich, kostenneutral natürlich einfach mal im Gespräch das schon mal in der Form mitklären. Das zweite Thema in Richtung, ja, setze ich mich jetzt einfach mal damit auseinander oder nicht, finde ich deswegen eigentlich nochmal ganz gut, weil ich persönlich würde unabhängig vom Eigeninteresse nenne ich es mal, dass wir dort natürlich Dienstleistungen erbringen. Aber wirklich unabhängig davon kann ich eigentlich nur jedem Unternehmen empfehlen, sich mit den Inhalten absolut auseinanderzusetzen, auch wenn es mich nicht direkt mit einer
mit regulatorischen Anforderungen trifft. Weil das Risiko Cyberangriffe ist ja eines der größten Risiken, was wir aktuell dort haben. Und das, was hier eigentlich nur adressiert wird, ich glaube, Nils, du hattest es in deinem Vortrag einmal bezüglich des LKSG auch mitgenannt. Ich sage mal, die Freiwilligkeit, dass die Unternehmen so gesehen sich damit selber auf den Weg machen und diese Dinge eh alle schon mal bedienen, gibt es halt zum Teil natürlich schon, aber auch bei vielen Unternehmen eben nicht. Warum quasi die EU hier eingreift und sagt, wir haben so viele Angriffe in der Form, wir müssen hier quasi Regulierung schaffen, dass gewisse Dinge, ein gewisser Mindeststandard in der EU verpflichtend wird und dass unsere Unternehmen und unsere Lieferketten, zumindest im Rahmen der EU, so gesehen damit schützt. Und wenn man das sich nochmal eigentlich mit vor Augen führt, würde ich immer sagen, jeder sollte sich mit diesen Themen beschäftigen, gerne mit uns gemeinsam, weil wir, glaube ich, pragmatische Wege haben, dass man nicht alles in einer Riesenbreite nachher so gesehen erstmal macht, sondern dass man sich genau die Dinge nachher raussucht, wo man sagt, das bringt mich morgen weiter, da bringt mich ein Ergebnis morgen ein Stück weit schon wieder sicherer in der Form oder ich bin besser auf einen Angriff vorbereitet. Damit würde ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen. Ja? Okay. Ja, genau die Frage eben nach der Registrierung, Nicht-Registrierung. Ich bin im Bereich OT-Security unterwegs, habe auch viele Gespräche mit Kunden in der Produktion. Genau die Frage, bin ich betroffen und bin ich nicht betroffen? Was Andrea sagt, ist genau richtig. Ich sollte mich damit beschäftigen einfach, denn es ist Folgendes, das ist noch gar nicht erwähnt worden. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, habe ich 3 Monate Zeit, mich zu registrieren. Tue ich es nicht, fallen Vertragsstrafen unter Umständen, die prozentual vom Umsatz gewertet werden. So, das heißt also, ich kann mich registrieren, prophylaktisch erstmal. Und wenn ich dann nicht betroffen bin, kann ich mich wieder entregistrieren. Die Möglichkeit gibt es also auch. Das haben wir nicht mehr Pause auch eben diskutiert. Das heißt, besser mit beschäftigen. Und es ist auch kein Steuergesetz für mich, das mir Belastung bringt, sondern es ist ein Vorteil für mich, wenn ich mich damit beschäftige. Also von daher ist es gut, mich damit auseinanderzusetzen eigentlich. Und das kann nicht schaden. Ne? Okay, gut. Dann sage ich ja, vielen Dank für die Teilnahme online als auch hier vor Ort. Jeder, der online dabei war, zukünftig auch gerne nochmal vor Ort. Ist auch mal wieder schön, hier bei uns im Gespeichergebäude mit zu sein. Aber wir freuen uns auch für jeden, der online zuschauen kann, weil es weite Wege sind oder weil es vielleicht zeitlich nicht anders reinpasst. Deswegen bieten wir gerne die Möglichkeit des hybriden Breakfast Clubs und wünsche allen ansonsten später ein schönes Wochenende. Ja, Dankeschön.